sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß, hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus. Horseland, das heißt dabei sein, glücklich und frei sein, unsere Pferde Ranch. Horseland, Horseland, yeah, 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 yeah! Heute in Horseland. Mollys Freundinnen aus der Stadt verirren sich in der Nähe der Pferderanch. Wo können sie nur sein? Ihre einzige Hoffnung sind Molly und ihre Freunde. Chef, was um Himmels Willen tust du da? Ja, Chef, wieso schaust du in alle Boxen? Ich möchte nur sicher gehen, dass alles perfekt ist. Morgen ist doch das große Ereignis, wie ihr wisst. Perfekt? Es soll alles perfekt sein? Dann wird es Zeit, dass hier jemand ein Bad nimmt. Es stinkt entsetzlich. Angora! Aber ich bin das sauberste Schwein überhaupt. Sauber, sauber, sauber. Mag schon sein, aber du bist trotzdem ein Schwein. So ist das. Die Stimmung auf Horseland ist gereizt. Es gibt hier dauernd Streit und üble Laune. Oh, aber nicht doch. Du meinst bestimmt Molly, hab ich recht? Ja, sie ist schon seit einer Woche schlecht gelaunt. Das ist mir auch aufgefallen. Irgendwas ist mit ihr nicht in Ordnung, das spüre ich genau. Wir müssen unbedingt herausfinden, was passiert ist, Freunde. Okay, hört zu. Die Quadrille wird der schwierigste Teil des Turniers werden. Molly, Calypso ist insgesamt noch etwas zu langsam. Ja, ja, wir arbeiten daran. Vielleicht sollte ich mit dir üben. Wann willst du anfangen? Heute? Ich weiß nicht wann, aber ich sagte, ich arbeite dran, okay? Molly, vergiss nicht, es sind nur noch ein paar Tage bis zum Turnier. Wir müssen noch viel mehr aufeinander abgestimmt sein. Ich finde, es würde viel mehr Spaß machen, wenn ihr alle etwas entspannter wärt. Entspannter? Vor einem Wettkampf? Wach endlich auf! Wir müssen das hier für morgen ordentlich machen. Hey, Stelle ausmisten ist die leichteste Übung. So! Das hat heute beim Dressurreiten doch ziemlich gut geklappt. Ist jemand nervös? Ich hab immer Bamme vor einem Wettkampfeimer. Da kann alles Mögliche schiefgehen. Also, ich sitze ja nun wirklich gern auf meinem Pferd. Aber manchmal führen sich die Preisrichter wie meine Eltern auf. Die sehen einen so an wie, hey, ich hab genau gesehen, dass du das und das nicht gut gemacht hast. Worüber beklagen sie sich denn jetzt schon wieder? Wenn man diese Kinder so reden hört, könnte man denken, sie hassen Turniere. Ich verstehe das nicht, Chef. Wieso macht Molly da nicht mit, wie sonst auch immer? Ich weiß es nicht, Trine. Ich möchte wissen, was mit Molly los ist. Sie ist doch sonst nicht so abweisend. Hat sie irgendwas gesagt? Nein, aber wenn sie etwas doof findet, dann wird sie es schon sagen. Ich meine, wir sind ihre Freunde. Mit wem sollte sie reden, wenn nicht mit uns? Molly, du bist zurück in der Zivilisation. Ich weiß nicht, ob zivilisiert das richtige Wort für euch beide ist. Das sind aber ganz schön krasse Worte für jemanden, der so riecht wie du. Oh, Jasmin hat recht. Du stinkst vielleicht. Sag mal, riechen so etwa Pferde? Na, wenn das so ist, bin ich mir nicht sicher, ob ich eins in Natura riechen will. Ach ja? Dann atmet mal tief ein. Oh, schon gut, schon gut. Hör auf, bitte. Ihr seid ganz schön blöd. Ich hoffe, ihr redet nicht so einen Quatsch über Horseland. Hört mal, ihr müsst ja nicht unbedingt zu dem Turnier am Wochenende kommen. Was? Und den ganzen Spaß verpassen? Wir halten uns eben die Nase zu. Ich kann's gar nicht abwarten, deine Vorführung zu sehen. Ich will zu gern wissen, was an den Pferden so besonders ist. Oh, und ich weiß schon, was ich mitbringe. Oh nein, und das wäre? Ich werde was vom Chinesen besorgen. Wer weiß, was wir auf dem Land zu essen kriegen. Ich will kein Risiko eingehen. Oh ja, Chop Suey mit Reis und vielleicht ein paar von den Sesam. Hör zu! Ihr fliegt nicht auf einen anderen Stern. Auf Horseland gibt es genug zu essen. Ja, aber ich wette, es gibt keine Frühlingsrollen mit Sojasauce. Nein, aber es gibt eine Menge Heu. Unendliche Mengen Heu. Gibt's auch Haferflocken dazu? Nee! Naja, euch kann jedenfalls niemand vorwerfen, dass ihr zu ernst seid. Hey Alma, was ist so interessant? Ich schaue mir Scarlets Gangart an. Sie bewegt sich wunderschön, wie eine Ballerina. Ja, und in 0, nichts wird sie den Nussknacker tanzen. Was? Ist nur ein Scherz, weiter nichts.
Der Nussknacker, das ist ein Ballett. Vergesst es. Ich hätte es eigentlich wissen können. Vor dem großen Wettkampf sollte ich keine Witze machen. Sei nicht böse, aber das Turnier morgen geht uns einfach nicht aus dem Kopf. Natürlich habt ihr an das Turnier gedacht. Das ist alles, woran ihr denken könnt. Wieso benimmt sich Molly so merkwürdig? Naja, so richtig lustig war ihr Witz auch nicht. Fein so. Du bist brav. Wir hatten einen schönen Tag, nicht wahr, mi amiga? Hoppla! Kannst du nicht deine Augen aufmachen? Oh, entschuldige, dass ich euch gestört habe. Ihr könnt euch jetzt wieder weiter Sorgen über das Turnier morgen machen. Ich mache mir keine Sorgen. Eigentlich hatte ich gerade gehofft, dass jemand richtig lauten Krach macht. So, seid ihr jetzt zufrieden? Ich weiß nicht, irgendwas stimmt nicht mit ihr. Molly, ich muss heute Abend in die Stadt. Möchtest du mit mir nach Hause fahren? In die Stadt? Einen Abend vor dem Turnier? Jetzt mach mal halblang. Ich wollte doch nur... Es tut mir leid. Vergiss es einfach. Molly, geht's auch ein bisschen freundlicher? Ich weiß, Calypso, ich weiß. Ich bin nicht sehr nett. Aber ich habe Angst, dass es morgen Theater gibt, wenn Amber und Jasmin die anderen kennenlernen, verstehst du? Die einen haben nur Spaß im Kopf, die anderen das Turnier. Ich wünsche mir, dass sie sich alle mögen. Mehr will ich doch überhaupt nicht. Hey, echt lecker. Oh, ich bin pappsatt. Ich auch. Na gut, dann esse ich mal den Rest. Wenn ich reiten würde, würde ich dann auch so viel essen wie du? Wenn du wüsstest, wie anstrengend das morgen ist, würdest du auch so reinhauen. Anstrengend? Ich dachte, wir würden uns morgen amüsieren. Ich habe einen tollen Anfeuerungsruf für dich. Willst du ihn hören? Na, ich werde dich wohl kaum daran hindern können. Molly, Molly, du bist der Star. Du gewinnst, das ist doch klar. Jetzt hört mal zu. Das ist ja alles ganz lustig, aber das Turnier morgen ist ernst. Hm? Es gibt ganz feste Regeln. Kein Gerenne, kein Rufen, keine plötzlichen Bewegungen, kein Gewinke und auf gar keinen Fall irgendwelche Anfeuerungsrufe. Sag mal, Molly, sind alle auf dieser Pferderanch so todernst? Die sind noch viel ernster, als ich es jetzt bin. Na toll, das kann ja echt heiter werden. Wie öde. Hör nicht auf sie, Molly. Wir wollen nur wissen, wie du das so machst. Wir werden ruhig sein wie Fliegen an der Wand. Wie Pferdebremsen, meinst du? Da ist Molly. Was? Keinen guten Morgen? Wieso sind alle so verkrampft? Am Morgen eines großen Turniers sind immer alle sehr angespannt. Aber heute sind sie noch viel angespannter als sonst. Ich glaube, wir sollten die Quadrille lieber noch mal durchgehen. Wir haben nämlich nicht oft genug trainiert, weil jemand aus unserem Team un poquito grummelig war, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, naja, ich glaube nicht, dass ich Zeit dafür habe. Ich muss noch was anderes erledigen. Etwas Wichtigeres als trainieren? Was ist denn so wichtig an diesem großen Tag? Eine Menge. Ich kapiere das nicht. So, da wären wir. Nun kommt schon. Wo sind die? Sag mal, hast du vielleicht zwei dunkelhaarige Mädchen aus der Stadt gesehen? Keine Ahnung, da waren vorhin eine Menge Leute im Bus. Ich glaube, da ist heute irgendwo so eine Pferdeshow. Das kann man wohl sagen. Die Mädchen sind ungefähr so alt wie ich und sie kichern ganz viel. Ach, die beiden meinst du? Die sind vor zwei Stationen ausgestiegen. Oh nein, danke.
Oh, Calypso, die haben sich bestimmt verlaufen. Hätten wir uns doch bloß besser abgesprochen. Was soll ich denn jetzt machen? Vielleicht können wir für das nächste Turnier alle zusammenlegen und Molly eine Uhr oder einen Beeper oder sowas kaufen. Molly! Hm? Wo warst du? Was du bist passiert? Ganz schmutzig. Molly, wieso hast du dich nicht umgezogen? So kannst du doch nicht mitreiten. Es tut mir leid. Warum siehst du mich an? Ich bin's nicht, bei der du dich entschuldigen solltest. Nein, eigentlich muss ich mich bei niemandem entschuldigen. Naja, wenn dann bei Sarah. Tut mir leid, Sarah. Aber mir tut noch was anderes leid. Ich wollte nicht, dass das passiert. Aber meine Freundinnen Ember und Jasmin wollten heute kommen. Sie sind mit dem Bus gefahren und an der falschen Haltestelle ausgestiegen. Ich muss sie unbedingt finden. Ich tue euch das nur ungern an, aber ich muss weg, weil ich sonst nicht weiß, was ich tun soll. Ich mache mir große Sorgen. Als erstes solltest du mal tief Luft holen. Und dann kannst du uns erzählen, wieso du uns nicht gesagt hast, dass deine Freundinnen zum Turnier kommen wollen. Naja, ich hatte Angst. Ich dachte, dass ihr sie vielleicht nicht mögen würdet. Vielleicht dachtest du, dass deine Freundinnen uns nicht mögen würden. Alma, lass es gut sein. Du hast doch gehört, dass Mollys Freundinnen hier irgendwo durch die Gegend irren. Ich finde, die sind wichtiger als das Turnier. Wir sollten sie suchen. Oh nein, das tut ihr nicht. Oh, sie, das tun wir. Ja, Mädchen retten nenne ich ein echtes Abenteuer. Halt das, Zoe. Es gibt noch so viele Turniere. Bitte sagt Willi, dass wir heute nicht an dem Turnier teilnehmen werden. Ist das zu fassen? Ich möchte mal zu gern wissen, was das für Freundinnen sind, die mich nicht mögen würden. Alma, das ist es gar nicht. Ich weiß nur einfach nicht, ob ihr zusammenpasst. Na, dann suchen wir sie mal. Wo können sie nur sein? Ich kann sie nirgendwo sehen. Vielleicht sind sie ja nur so klitzeklitzeklein. Sehr witzig. Ich lach mich gleich tot, Benny. Ich hätte Ihnen den Weg besser beschreiben sollen. Wo können Sie nur sein? Wieso haben Sie nicht einfach hier auf mich gewartet? Sie haben sich bestimmt verirrt. Und das ist alles meine Schuld. Haben Sie Handys dabei? Würden Sie anrufen? Ich check mal die Mailbox. Ich krieg hier draußen keinen Empfang. Wo könnten Sie hingegangen sein? Also, wenn ich an Ihrer Stelle wäre und zusehen wollte, wie meine Freundin an einem Turnier teilnimmt, würde ich nicht hier rumstehen und warten, bis sie mich findet. Ich würde mir selbst überlegen, wie ich dorthin komme. Weißt du was? Du hast recht. Du würdest das tun und ich würde das tun und Jasmin und Ember sicher auch. Wenn wir dem Weg in Richtung Horsland folgen, werden wir sie bestimmt finden. Wenn die so weit laufen müssen, werden die mir das für den Rest meines Lebens vorhalten. Also, wenn diese Mädchen nicht super schnell sind, müssten wir sie schon längst eingeholt haben. Meinst du, sie sind bei jemandem mitgefahren? Ach, Benny, du kennst hier jeden in der Gegend. Aber die doch nicht. Die wären sicher nie zu einem Fremden ins Auto gestiegen. Das glaube ich auch nicht. Wenn ich es mir richtig überlege, sind die beiden euch sehr ähnlich. Du meinst, die sind groß und stark und können reiten wie der Wind? Ich muss diese Mädchen kennenlernen. Ich weiß nicht, wieso Benny sich für komisch hält. Im Ernst, wer lacht denn schon über seine Witze? Keine Sorge, Benny, du wirst bald zwei neue Freundinnen haben, die über deine Witze lachen. Ich meine das im Ernst. Wenn ich auch nur so ein ekliges Glipstink sehe, wird man mich in der Zwangsjacke zurück in die Stadt bringen müssen. Ich kann Schlangen einfach nicht ausstehen. Keine Sorge, dies ist meine Lieblingsabkürzung nach Horsland und ich habe nie in all den Jahren, die ich hier lang geritten bin, eine Schlange gesehen. Cool. Na, ich bin jedenfalls froh, dass wir sie getroffen haben. Ja, was für ein Zufall, dass sie auch nach Horsland wollen. Weißt du, Molly, ich habe so das Gefühl, dass deine Freundinnen bald auftauchen werden. Sie sind wahrscheinlich schon auf Horsland und warten auf mich. Aber wenn nicht, müssen wir die Polizei rufen, damit sie uns bei der Suche helfen können. Komm schon, Calypso, ab nach Hause! Ich bin sicher, dass sie schon irgendwo hier sind. Ach, sie können überall sein. Wie sollen wir bloß rausbekommen, wo genau? Das kitzelt! Die Lache kenne ich. Los, kommt! Hey, sieh mal, wen wir getroffen haben. Ihr Name ist Butterblümchen. Ist sie nicht süß? Und die nette Dame, die mit ihr nach Horsland unterwegs war, hat uns eine tolle Abkürzung gezeigt. Ich bin ja so froh, euch zu sehen. Los, kommt! Ich zeig euch den Rest der Ranch. Oder wollt ihr den ganzen Tag hier festkleben? Du
du könntest uns zuerst mal deinen Freunden vorstellen. Oh ja, Jasmin, Amber, das sind Sarah, Alma und Benny. Das war der offizielle Teil. Können wir jetzt losgehen? Ich muss erst Butterblümchen noch mal knuddeln. Auf Wiedersehen, meine Süße. Wir sind echt schon gespannt. Wir können deinen Auftritt gar nicht erwarten. Außer dass du nicht so toll aussiehst. Ich meine, deine Freunde, die geben ein gutes Bild ab. Solltest du nicht wenigstens ein Jackett tragen oder sowas? Es wird heute keine Vorführung geben. Tut mir leid. Keine Vorführung? Wieso nicht? Naja, wir haben das Turnier sausen lassen, damit wir nach euch suchen konnten. Was? Aber diese Turniere bedeuten dir doch so viel. Und wir können auf uns selbst aufpassen. Das weißt du doch. Ich weiß, dass ihr das normalerweise könnt, aber ihr wart noch niemals hier. Und da habe ich mir Sorgen um euch gemacht. Das haben wir alle. Mollys Freunde sind doch unsere Freunde. Du meinst, ihr habt das alle sausen lassen? Das ist sehr nett. Und auch sehr dumm, wisst ihr? Komm schon, Jasmin. Wo wollt ihr hin? Jeder Freund von dir ist auch ein Freund von uns. Und wir werden dafür sorgen, dass ihr alle wieder bei dem Turnier mitmachen dürft. Das ist sehr lieb von euch. Aber die Regeln beim Dressurturnier sind sehr streng. Ja, wenn man da erst mal abgesagt hat, ist man raus bis zum nächsten Turnier. Das werden wir ja sehen. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass sie uns wieder mitmachen lassen. Ich weiß ja, dass ihr viel quatschen könnt, aber dass ihr so überzeugend seid, hätte ich nicht gedacht. Wie habt ihr es nur geschafft, dass wir wieder am Turnier teilnehmen können? Ich bin sicher, das liegt an meinem großen Charme, meiner Liebenswürdigkeit und meiner Ausstrahlung. Komm schon, im Ernst, wie habt ihr das gemacht? Erinnerst du dich an Butterblümchen? Das Pferd, mit dem wir hergelaufen sind. Es gehört der netten Dame, mit der wir uns unterhalten haben, die zufällig eine der Preisrichterinnen ist. Ich bin ein bisschen nervös. Das sind wir alle. Als Nachzügler wegen besonderer Umstände kommt nun der Rest des Teams vom Gestüt Horsland. Hierher, hierher, los, kommt, wir sind hier drüben. Das war das Tollste, was ich je gesehen habe. Einen Moment lang sah es so aus, als würdest du mit Calypso quer über den ganzen Reitplatz schweben. Molly, wir sind so stolz auf dich. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich fand's toll. Ich fand jede Minute toll. Wir werden diesen Bus nach Horsland auf jeden Fall wieder nehmen. Und nächstes Mal steigen wir an der richtigen Haltestelle aus. Wow, ihr habt ja gelbe Bänder. Was bedeuten die? Dass Horsland nicht gewonnen hat. Das bedeutet auch, wenn Molly sogenannte Freundinnen zu einem anderen Turnier mitbringen will, findet sie hoffentlich welche, die Karten lesen können. Eine kleine, fiese Hexe. Ich weiß nicht, wieso ich jemals gedacht habe, ihr würdet euch nicht verstehen. Ich verstehe auch was nicht. Wieso freuen die sich so? Wollten sie nicht, dass Horsland heute gewinnt? Natürlich wollten sie das, Trine. Aber ihre Freundschaften waren ihnen wichtiger als das Gewinnen. Und es gibt noch so viele Turniere. Hey, Jasmin. Zeichne mal ein Bild von mir und Aztek. Das hier nennt man eine Pirouette, Jasmin. Das Pferd dreht sich auf der Stelle. Aha. So wie eine Ballerina. Weißt du, Alma, irgendwann möchte ich auch so graziös sein und auf einem wunderschönen Pferd sitzen. Wozu warten? Du kannst auf Scarlett sitzen. Oh, das ist so cool. Weißt du was, Molly? Es gibt etwas, worauf ich schon den ganzen Tag gewartet habe. Horsland, Horsland ist der Ort. Hier will ich bleiben und nicht mehr fort. Horsland, Horsland, das ist krass. Hier macht es riesig, riesig Spaß. Das war echt der schlimmste Reim, den ich je gehört habe. Aber du hast ihn toll vorgetragen. Hat einer von euch eigentlich schon mal gesehen, wie viel Pizza Molly verdrücken kann? Das muss an der extrem langen Busfahrt liegen. Die macht eben sehr hungrig. Wenn das so ist, ich kenne noch zwei Leute, die heute dieselbe lange Busfahrt gemacht haben. Und ihr wisst, was das bedeutet. Pizza! Ja. Jetzt, wo das Turnier vorbei ist, hat sich hier alles wieder normalisiert. Ich mach meinen Schönheitsschlaf und dann wird gefuttert. Endlich Ruhe. Ich habe die ganze Woche gar nicht richtig ausschlafen können. Es wird Zeit für ein Nickerchen ohne Unterbrechungen. Gute Nacht.
Mais, Kohl. So hungrig. Ja, jetzt ist alles wieder normal. Und Molly hat endlich wieder gute Laune. Das wurde auch Zeit. Wieso eigentlich? Naja, sie freut sich, dass Amber und Jasmin sich mit dem Rest des Teams gut verstanden haben. Sie hatte ja befürchtet, dass es Streit geben könnte. Aber im Gegenteil, sie hatten richtig viel Spaß. Ich mag besonders Amber wegen der Reime. Reim, Reim, du bist fein. Du gehst mir tierisch auf die Nerven. Na dann, mir ist es hier zu laut. Tja, sie können nicht mit und nicht ohne einander. Wie sagt man doch gleich, was sich neckt, das liebt sich.